Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie ganz herzlich vor der Sitzung der SPD-Bundestagsfraktion hier begrüßen. Gleich werden 152 Kolleginnen und Kollegen im SPD-Fraktionssaal Platz nehmen, darunter der Abgeordnete Karamba Diaby aus Halle. Er ist vor 14 Tagen in seinem Wahlkreisbüro durch Schusswaffengebrauch angegriffen worden. Gott sei Dank ist niemand verletzt worden. Aber ich will darauf aufmerksam machen, dass er sehr heftige Bedrohungen bekommt, die auch die Polizei zurzeit zum Anlass nimmt, ihn zu schützen. Das ist wieder ein Beispiel, dass aus Worten auch Taten werden können. Und ich will sehr deutlich machen, dass die Sozialdemokratische Partei Deutschlands sehr stark gegen Worte, gegen Hetze, aber insbesondere auch Angriffe auf Politikerinnen und Politiker, aber auch ehrenamtlich Tätige im Bereich, die sich für Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit und gegen Rechts einsetzen. Und das werden wir auch in Zukunft tun und werden das nachher auch in der Fraktionssitzung noch mal ansprechen müssen. Es sind Herausforderungen für die Demokratie, denen wir sehr stark begegnen werden. Leider ist das in einem Rahmen passiert, wo wir morgen dem Holocaust mit dem israelischen Staatspräsidenten und dem deutschen Bundespräsidenten gedenken werden. Das ist notwendig, immer auch wieder die Geschichte gerade an diesem historischen Ort in Erinnerung zu rufen. Und wir waren sehr beeindruckt, dass der Bundespräsident in Israel so klare Worte auch gefunden hat. Und das macht uns auch Hoffnung, dass wir als Demokratinnen und Demokraten mit anderen Ländern hier zusammenstehen können. Zum anderen haben wir eine Sitzungswoche, wo wir verschiedene Bereiche diskutieren werden, den Bericht des Wirtschaftsministers, eine Regierungserklärung, aber auch die Diskussion zur auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik. Ich will aber auch gleichzeitig noch mal dazu Stellung nehmen, dass wir in den letzten Tagen immer wieder gehört haben, dass es Kritik an der Vereinbarung der Koalition zur Grundrente gegeben hat. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Grundrente kommen wird. Wir haben gute Vorarbeiten dafür geleistet und es müssen jetzt noch Details entwickelt werden. Aber alle, die sich in den letzten Tagen noch mal zu Wort gemeldet haben, waren auch diejenigen gewesen, die eigentlich die Grundrente nicht haben kommen sehen wollen. Wir wollen das. Wir wollen eine Lebensleistung, die Menschen sich erarbeitet haben, auch durch die Grundrente gewürdigt wissen. Zum Schluss möchte ich sagen, wahrscheinlich werden wir auch im Bereich der internationalen Politik, vielleicht sogar in den nächsten Stunden oder in den nächsten Tagen damit konfrontiert sein, dass der amerikanische Präsident einen sogenannten Plan für den Nahen und Mittleren Osten veröffentlichen will, zum Verhältnis zwischen Israel und Palästina. Ich bin der festen Überzeugung, dass es hier deutlicher Worte von Seiten Europas bedarf, insbesondere was die Völkerrechtswidrigkeit dieses Planes, zumindest die Dinge, die wir bisher wissen, auch deutlich macht. Und wir von Seiten der Sozialdemokratischen Bundestagsfraktion erwarten auch, dass die Bundesregierung sich hier klar äußern wird in den nächsten Stunden und nächsten Tagen.